So, ich stehe jetzt hier vorm Schlusslicht. Helmut Schlusslicht in Caron, Katar, ja, Caron. Hier ist auch ein bisschen was los. Ist eine australische Bar hier. Ist natürlich überwiegend englischsprachig. Und da vorne ist dann immer Live-Musik in der Bar with no name. Ah, das ist gut. Wo warst du heute? I cannot remember. It was a bar with no name. Das ist doch cool. So, Vorbereitung zum Dreh hier. Bisschen professionellere Kameras. Und Harry, was sagst du? Wunderbar. Wunderbar. Es wird ein bisschen warm für die Roulade, aber passt schon. Ja, ein bisschen. Passt schon. Helmut, dein Ofen ist aber geil da, der Pizzaofen. Mit Gas, ne? Aber hat den Holzofeneffekt. Schön. Der war aber erst als Holzofen geplant, aber dann hat der Papa den umgebaut. Ja, weil Holz, ich habe das auch erst schon mal als die Holzbau, Arbeit. Gell? Ja. Arbeit, Stank. Ja. Kannst vergessen. Nee, hier ich hat habe der das. liebe Gott Gas erfunden. Ich habe mal einen Ofen gebaut, auch so einen Holzofen. Da hat ein Freund von mir, der Big A, kennst du den? Der ist ein Österreicher, der ist jetzt auch schon über 80. Der ist aus Hawaii und ein Segelboot hat er gehabt, das hat er jetzt verkauft. Der hat da auch ein Ressort gehabt. Der hat das Ding gesehen, wie ich das gebaut habe, gesagt, das habe ich vor 20 Jahren gemacht, lass es in dem Gas, das ist viel zu viel Arbeit. Und ich habe natürlich, dann war er fast fertig und dann habe ich schon gewusst, was er gemeint hat, weil es ist ja Irrsinn. Wenn du nicht wirklich am Tag 100, 200 Pizzas verkaufst, vergiss es. Kein Schade Problem. Um die Mühe. Hä? Ja gut, es ist bei uns, die Pizza läuft gut. Aber du hast ja nur einmal in der Woche. Zweimal. Zweimal. Mittwoch und Samstag. Aber im Moment eben nicht, weil da brauchst du mindestens einen Koch mehr und dann bin ich nicht in der Küche, weil ich dann die Pizza draußen reinschiebe. Ja, also im Moment ist es vom Staff her nicht zu machen. Im Moment machen wir nur die zwei die Grillhähnchen und die Rouladen am Sonntag. Das sind die einzigen zwei Specials, die wir im Moment machen. Und jetzt wird es auch schon wieder ein wenig ruhiger, ne? Oder? Aber Ostern vielleicht ja, noch einmal ein wenig. Nein, also da ist immer wieder welche, die gehen, welche, die kommen. Und ich nehme an, dass auch der Sommer nicht so schlecht wird, weil wir ja, wenn das alles wegfällt, dann im Mai oder im Juni, dann rechne ich, dass der eine oder andere doch ja, noch kommt. Die kurzfristig dann kommen, die einfach ausgehungert sind und wieder nach Thailand wollen. Das denke ich eigentlich auch, dass das ein bisschen durchläuft. Zumindest so, dass wir nicht ganz drauf zahlen. Ja, ja, genau. Also das der ist Sommer, ja unsere Hoffnung. Ich glaube, der Sommer wird nicht schlecht. Also, ja, habe ich auch so im Gefühl. Wir hoffen es. Wenn es nicht noch total rumspinnen mit was weiß ich was allem, was da gerade so läuft. Ne? Ja gut, ich meine, wenn es natürlich die Welt in die Luft jagen, ja, brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr machen. Dann ist auch egal, oder? Dann saufen wir unseren Schnaps selber noch. Selber, genau. Dann werden wir die letzten paar genau. Tage noch genießen und dann Totalsucht verbringen. Genau. Nein, aber das, ich schätze, dass der Sommer nicht schlecht wird. Glaube ich, ja. Schau her, was sagst du da? Das ist nicht schlecht, gell? Das ist super. Das habe ich jetzt neu entdeckt. Da kann man vorne und hinten auf einmal aufnehmen. Damit du die selber aussiehst. Ja. Genau, ja. Nein, weil so ist ja viel besser. Das passt. Das naja, ist eine geniale Idee. Und da gibt es ja noch die Variante. Ja. Also du musst ja dann das ganze Ding noch... Darum braucht er auch länger, ne? Das ist klar. Ist ein Nürnberger halt, ne? Gott sei Dank ist es wenigstens ein Mittelfranke, aber ist halt kein Ansbacher. Die Ansbacher sind halt da schon ein wenig. Ein bisschen hören tut er schlecht zum Glück. Ne? Ja. Schlecht hören tut er gut. Hören wir das, was ich hören will. Genau so. Schlecht hören tut er gut, aber gut sehen tut er schlecht. Ja, na, da passt es wieder. Ja. Aha. Geht also auch so. Interessant. Jetzt lässt sich das auf einmal verschieben wieder. Das ist ja der Witz. Aber was habe ich denn jetzt anders gemacht wie vorher? Also, ja, die Matrix spielt wieder mit mir. Jetzt kann ich das verschieben hier. Aha. Okay. Okay. Jetzt geht es wieder zu verschieben, das ging die ganze Zeit nicht. Jetzt haben sie mir das wieder erlaubt, dass es geht. Danke, gell? Dass es wieder geht jetzt. Warum das jetzt geht, das weiß ich auch nicht. Ja. Ein Wahnsinn. Ja, ist ein Wahnsinn, oder? Ha? Aber. Hm? Zwei Franken, ja. Schlusslicht Helmut. Ein Unterfranke und ein echter Mittelfranke. Weil das da ist ja kein echter Mittelfranke, der ist ja aus Nürnberg. Da haben sie ja die Mauer schon außen rum gebaut damals, weil sie wollten, dass die dort bleiben. Bleiben. Ja. Wunderbar.
Aber gut, Ansbach hat auch schöne Stadtmauer. Ja, wunderbar. Der einzige bin, der das hat, das wird gar kein anderer haben. Da haben sie das mir jetzt mal zum Testen gegeben. Na, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Thomas ist der Allround-Tester. Schau her. Ja. Ja, wunderbar. Und jetzt kann man das da verschieben. Jetzt, warte mal. Ja, jetzt. Nur aber nicht, dass wir uns auch noch verschieben. Gell? Nicht, dass wir in die Matrix kommen. Schau, und jetzt geht es nicht mehr. Warum ging das jetzt gerade und warum geht es jetzt nicht? Kannst du mir das erklären? Ich mache ja jetzt nichts anderes wie gerade. Schau her. Und jetzt geht es nicht. Da stimmt doch was nicht. Oh, jetzt geht es wieder. Geht's wieder. Schau. Ach, ist das ein Wahnsinn. Herrlich. Irre. Aber warum das dann mal geht und so, wir müssen ruhig sein jetzt. Ja. Wir müssen ruhig sein, sonst schimpft er wieder der Mittelflanke aus Nürnberg. So wie deine Geburtstagsfeier. Die muss ins Fernsehen. Das ist deine bessere Hälfte hier. Das ist meine bessere Hälfte, die sehr viel bessere Hälfte. Ja, das ist immer so in Thailand. Und sie stiehlt ihnen immer die Show, sagt sie. Weil die eben viel hübscher ist wie wir zwei. Na, das stimmt das nicht. Wir sind hübscher. Lass dir nicht sowas einreden. Ist ja. Schau mal, wir sind ungeschminkt. Ja, das ist wahr. Ja. Und trotzdem hübsch. Ja. Ja? Wir brauchen das gar nicht, weil wir von Natur aus schön sind. Auch. Ja? Gut, dass du es sagst. Sonst hätte ich es nicht geglaubt. Ja, das muss man wissen. Ein Franke und ein Bayer, das ist ja logisch. Genau, ja? Gutes schöner, Paar hier. Schöner geht es doch gar nicht mehr. Genau. Aber heute sind natürlich die Franken in der Überzahl mit ja, drei das ist Franken. Wahr. Wobei ja. Den Pico kann man nicht wirklich zählen, der ist ja aus Nürnberg. Ja gut, bis jetzt, ich habe mir echt, es war schwierig, die zu verstehen, aber ich habe mir richtig Mühe gegeben. Naja, so einen Ansbacher versteht man schon besser, gell? Ja, mei, aber so ist es halt mit den Ausländern. Ja, genau. Und die Ausländer im Ausland. Ja. Ehrlich. Platz haben wir gesagt. Harry, Platz. Sitzt du schön, Harry? Der Harry hat Platz gemacht. Hast du denn überhaupt verstanden, den Nürnberger? Ich rieche schon die Roulade. Ich glaube, die kommt jetzt bald. Riecht gut. Überleg dir das einmal. Schau her. Und jetzt gehe ich mal mit meiner rechten Hand. Ja, und ja. Geht's an. Schau. Schau, und jetzt komme ich mit der Hand jetzt weg. Jetzt geht es auch wieder nicht. Ah, Wahnsinn. Ja? Jetzt geht's, schau. Her. Ha, da stimmt doch was nicht. Das sind die magischen Hände. Die Aliens oder was? Warte mal, vielleicht ist es jetzt so. Ja, jetzt geht's wieder. Naja, gut. Man muss es immer wieder weiter austesten. Da ist ein schöner Armani Jumo Boss Tiger gegenüber. Alles auch so. Schön. Alles zu. No pressure fit. Ja, was sollen wir dazu sagen? Aber sind wir schon so weit zum Essen oder was? Er hat jetzt Hunger gekriegt, verstehst du? Der muss ja dazu gucken. Seit zwei Wochen eigentlich. Der hat jetzt seit zwei Wochen nichts mehr gegessen. Sieht lecker aus, ne? Die Roulade super. Hat aber so. Schaut gut aus. Alles gut, lecker. Bei uns, Nürnberger Klosteig. Wenn du einen hast. Nein, weil wir wollen ja in die Produktion. Ja. Stelle aber sofort. Ja, siehst du es? Wir gehen jetzt nämlich, wir machen eine Nürnberger Klosteig-Produktion hier auf. Also fränkischer Klosteig, den stellen wir jetzt her. Bist du stellst du her und wir verkaufen ihn. Ist deine Frau mit dabei? Weil die bräuchten wir ja zum Herstellen. Sag sie ja mal den Vorschlag. Ne? Wir haben eine neue Geschäftsidee. Der ist eh langweilig, die muss ja ein bisschen was machen. Ja, wir müssen ja schauen, dass die Frauen beschäftigt sind, sonst werden sie was, wenn sie nicht beschäftigt sind? Ja, genau. Aber ich glaube, dass die heute in die Kuchenproduktion eintritt. Kuchenproduktion? Ja, dann ist es ja nicht weit weg vom Klosteig, da kriegen wir das auch noch hin. Wir sehen uns, tschüss. Soll ich schauen, wenn du rückwärts rausfährst? Und macht es auch wirklich, wir überwachen euch, gell? Weil wir können alles überwachen mit der App von der Überwachungs-App. Und wenn ihr nicht drückt, dann gibt es eine Strafe, gell? Ja?